Hallo und willkommen zurück bei unserer heutigen Aufnahmesession von Valheim. Ja, wir haben schon ein bisschen gespielt. Wir haben das Schiff bis hier gebracht, oder besser, Mattes hat das gemacht. Ich habe jede Menge Material eingeschmolzen. Und ich werde von einem Moskito gestochen, das heißt, ich sterbe jetzt direkt wieder. Moskito. So. Nicht schlecht. Ein Pfeil reicht. So, wo ist der Mattes? Ah, da oben. Wenn du noch weiter rechts gehst, läufst du. Papa, stopp! Was? Du läufst in die Viecher rein. Die Viecher. Ah! Okay, ja, jetzt hab ich's. Ah, die stehen da zwischen den Bäumen, du erkennst die nicht. Aber trotzdem sind die niedlich. Schade, dass sie nicht friedfertig sind. Ein Glibber, den kriegen wir ja auch hier im Sumpf. Der uns noch fehlt. Hin müssen. Ah, da. Ein Golem. Ah, er ist schon weg. Nicht die Ader treffen. Das würde nämlich auch Speed nehmen. Halt hier. Ach, da unten. Also,
Vielleicht doch noch die Ader getroffen. Ziemlich tiefer, ne? Ich muss jetzt einmal zurück in den Kreis holen. Ja. Dann muss ich einfach nach Hause, damit ich wieder ausgesucht bin. Weil einer sollte auf jeden Fall in der Wiege bleiben, dass ich nicht wieder. Ja. Ciao. Ciao. Führt da oben jemand über uns Krieg, ne? Ja. Hinter dir! Ich bin zu schwer. Gib mir was ab. Ja. Hab ich
den Gürtel an, ja. Warte. Ich glaube, 2 Einheiten reicht schon. Boah, eine hätte auch gereicht. Gibst du noch eine? Ja, warte. Mann, das war zu viele. Tag 129. Jo, perfekt. Also, ich springe zum Schiff. Ja. Das sind Lochse. Da ist ein Kobold. Da ist ein Wespe. Ne, Moskito. Jede Menge. Ich bin auch voll. Ja, jetzt muss aber warten. Genau, du musst jetzt warten. Scheiße, ich hätte noch reparieren müssen. Verdammt. Zurück. Bonnie ist gleich tot. Ah. Jupp. Stimmt sogar. Haha. Ja, ich war in Loks aus am Weichen und gleichzeitig Moskitos hinter mir her. Das war ein zu viel. Da geht mal die Sprintenergie aus Flüchten drauf. Ich bin gleich schon wieder tot. Ja. Nochmal tot. Ich glaube, ich brauche bei der Bergung meiner Leiche Hilfe. Ich gehe jetzt erst zur Allee, damit die ihren Sachen auch wegbringen kann. Ja, klar. Ziemlich. Alea kann mir auch helfen. Kämpfen schon wieder Troll und der Drachen gegeneinander. Ja, ja, das, der Krieg, der wütet da schon die ganze Zeit. Ah, ich habe schon wieder einen Moskito hinter mir. Au. Oh, die Eier respawnen also auch, okay. Oh Mann.
Hier liegt auch irgendwo noch was. Boinks, bin schon wieder tot. Papa. Ja, diesmal bin ich aber fast am Haus. Ich sag doch, ich schaff das nicht allein. Wie denn auch? Ich hab Moskitos, Lochse. Dann musst du warten. Ist doch nicht schlimm, da bin ich hab nochmal gestorben. Ich bringe jedes Mal die Leiche ein bisschen näher an Heimat. Na, ich glaube, die Ader ist durch. Ja, viel war dann nicht mehr. Und dann habe ich noch 12 rausgeholt. Und dann bringe ich die 12 jetzt auch schon mal zum Schiff und dann müssen wir die nächste Ader suchen. Weil das Silber in der Tasche ist schwer. Das ist wohl wahr. Venture-Route aktiviert. Oh, ich kann ja auch Glibber holen. Jetzt hat 4 auch im Nahkampf töten. Ja, geht das? Jetzt mache ich die ganze Zeit so. Okay. Okay. So, was 2 Stacks haben wir ja schon mal. Das dritte ist schon halb voll. Genau. Ich gehe gerade mal Glibber holen. Ich denke, du willst Silber haben. Ja, aber ich brauche ja auch Glibber zum Aufrüsten. Hier ist ja ein Sumpf. Dass ich hier irgendwo diesen Glibberbaum finde, was du sagtest. Wenn hier irgendwo einer steht, bei dem kleinen Sumpf. Ah, klar, jetzt kommt natürlich so ein Abdont.
Ah, da ist ein Glibberbaum. Aha, geil. Ich hab einen Lox gefüttert. Oh. Will auch. Ja, du musst diese Beeren, die hier rumfliegen, diese Molded oder sowas. Ja? Damit kannst du die füttern. Ah, süß, süß, süß. Oh, ist ja schwer, ne? Ich dachte, du wärst ein Gegner. Ich hab nur mal welche da hingeschickt. Ich hab nicht genug Holz. Ich brauche erst Holz. Ich muss ja hier irgendwie eine Rampe bauen, dass wir da an den Glibber dran kommen. Ach, da unten ist auch Glibber. Hier kannst du schon mal abhacken, Alea. Alea? Irgendwie eine Werkbank hier hinbauen können. So, da ist er. Ah, mir fehlt noch immer Holz. Ich habe zwei schon gefüttert. Was hast du gefüttert? Zwei Lochse? Zwei, ja. Die haben beide gelbe Herzen. Oh. Ich hätte vorhin hier schon mal Beeren hingeschmissen. Nein, lass mich in Ruhe. Also sind die Lochse, die vor unserer Hütte stehen, aber ich habe da oben jetzt mal so ein paar Bären hingespissen. Mal gucken, vielleicht hilft das ja was. Vielleicht kriegen wir sie dann gezähmt. Ja. Glibber, Glibber. Guck, ob ich nochmal einen Glibberbaum finde. Ach, da hinten ist noch einer. Hinter dir. Papa, hinter dir. Ja, ich weiß. Nein, weißt du nicht. Es gibt keinen Tod, der nicht neues Leben bringt. So wie sich die Würmer auf dem Schlachtfeld ernähren, so brachen die großen Leichen von Odins Feinden neues Leben nach Valheim. Geringere Kreaturen ernährten sich von ihrem Fleisch und mästeten sich an der alten Magie, die ihn noch anhaftete. Ihre Geister sickerten in die Erde und den Boden zu erneuern oder suchten sich selbst neue Körper. Verachte die Toten nicht, du, der du selbst tot bist. Hm. Gott hört. Wieso sind die Droger ganz echt genau? Ja, meinen Mund hochgerochen. Okay. Wieder eine Werkbank bauen. Herstellung, Werkbank, 10 Holz. Ey, was wollen die mich denn jetzt alle nerven hier? Bitte? Ich habe eine silberne Halskette und irgendwas mit einer Schatzkarte gekriegt.
Was hast du gekriegt? Ich habe so ein Skelett überrissen gefunden. An so einem Grab. Da war irgendwie eine Silberkette und das hat mir jetzt was für Schatzkarte freigeschaltet. Keine Ahnung. Geil. So kann ich, glaube ich, bauen irgendwo. Kommst du dich drum? Wenn ich Ausdauer hätte, würde ich das gerne. Ein kleines bisschen Holz. Oh. Ein Troll. Ach, geht doch. War zu dich. Schon wieder zu wenig Holz. Leck mich da am Arsch. Nee, lass mal. Echt nicht? Nein. Warum baust du nicht einfach Leitern? Oder diese Treppen? Vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, vielleicht. Dann wenn du dein Springen noch nicht so hoch gespielt hast wie die Alea, dann Juhu, Glipper! Es wird so ein Tückchen. Na, dann bau du ab. Was denn? Ja, ich kann in den Baum reingucken, wenn ich da dran stehe. Was kannst du streichen? Ich kann in den Baum reingucken, wenn ich nah genug dran stehe. Ja, ja, das ist so. Das hat nur ganz simple Polygongrafik. Aber ist egal. Hat auch seinen Effekt. So. Willst du mir deinen Loot geben? Dann bringe ich alles zusammen zum Haus. Dann kannst du weiter Silber abbauen gehen. Ich muss ja erstmal Silber finden. Ja. Ah, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Toll. Mein Ding führt mich immer zu irgendwelchen Gräbern. Verschämt, ne? Was dein Ding so will. Wenn ich dir sage, was mein Ding alles will, ne? Ja, will ich gar nicht wissen. Ja, also.
geht's mir doch nicht auf der Eier, ihr doofen Drachen immer, ey. Okay, was ist das denn? Hier ist so ein rundes Teil mit so einer Treppe nach unten. Hier reingucken. Da ist ein Abdomen direkt davor. Oh, super. Ah, super. Gleich 3 Kobolde. Einen habe ich 4 Kobolde. Einen habe ich getötet. So, naja, aber eine gute Stelle auf jeden Fall, um die Folge zu enden. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.